In der vergangenen Woche ist die Zahnärztin Anne-Katrin Caro mit ihren 4 Mitarbeiterinnen von der Glewiner Straße in ihr neues Domizil in die Lange Straße 10 gezogen. Die Praxis befindet sich im Erdgeschoss des AWG-Neubaus in der Langen Straße, Ecke Katrebel. Größter Vorteil gegenüber dem alten Standort? Die ebenerdige Praxis ist barrierefrei und liegt in einem angenehmen Umfeld. Auf der ca. 150 Quadratmeter großen Gesamtfläche wurden 3 Behandlungsräume eingerichtet, einer davon für die Zahnprophylaxe. Ebenfalls vorhanden und modern ausgestattet ein Röntgenraum. Empfangen werden die Patienten am zentral gelegenen Tresen, von wo aus es in den Wartebereich geht. Übernommen hat Anne-Katrin Caro die Tradition, wechselnde Ausstellungen von Künstlern aus der Region zu zeigen. Zur Premiere in den neuen Räumen sind Arbeiten der Güstrower Fotogruppe zu sehen. Lange vor dem ersten Spatenstich hatte Anne-Katrin Caro das Projekt mit der AWG abgestimmt und alle erforderlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Zahnarztpraxis angemeldet. Die AWG stellte die Grundversorgung sicher, die Zahnärztin übernahm die Finanzierung der dentalspezifischen Einbauten. Eine besondere Herausforderung stellte die Umzugswoche dar. Die musste mit der Präzision eines Uhrwerks ablaufen. Ja, wir haben vorher mit einer Planungsfirma eine detailgetreue Planung gemacht, welches Gewerk in welchem Raum an welchem Tag anwesend sein muss. Weil wir konnten natürlich nicht die Tischler zur gleichen Zeit wie die Techniker in einem Raum arbeiten lassen. Die Sanitärleute mussten immer im Nachhinein nochmal antreten. Die Elektriker mussten die Anschlüsse wieder fertigen, sodass wir jeden Tag alle Handwerker in unterschiedlichen Räumen beschäftigt haben. Herzlich bedanken möchte sich Anne-Katrin Caro bei den Handwerkern aller Gewerke. Sie hätten, versichert sie, sehr gute Arbeit geleistet. Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen freut sie sich nun, ihre Patienten in der neuen Praxis begrüßen zu dürfen.